So, Tag Freunde, willkommen zu einem weiteren Video der ONC, der OWL Nerf Community. Das ist jetzt kein richtiges Modding-Video, ich mache nur eine kleine Erklärung. Ich versuche euch das Thema Lipos möglichst kurz, möglichst knapp zu erklären und auch so ein, zwei Sachen zu anderen Batteriearten zu erklären. Wofür sind sie da, was können sie auch nicht, was ist zu beachten. Fangen wir an. Simpelste Geschichte, ihr habt einen Blaster mit Standardmotoren, also solchen Motoren hier ganz normal drin, vielleicht auch normale Flywheels, sonst was. Wenn ihr die tunen wollt, statt normalen Batterien zu verwenden, also sowas hier, vorweg eine Sache, macht eines nicht, kauft nicht diese billigen Ultrafire, Trustfire, billig Lithium-Ionen-Akkus aus China, packt da zwei, drei Stück in eure Blaster rein. Diese Dinger gehen euch kaputt in Windeseile, die bringen keine volle Leistung, die können das gar nicht. Macht das nicht, ihr verliert Geld. Tut's nicht. Lasst es einfach. Das ist auch weg. Das nächste ist so normale Nickel-Metall-Hybrid-Akkus aus dem Discounter eurer Wahl. Das bringt nicht viel. Ja, ihr könnt mit Batteriehaltern so einer Herpetstrike 6 Stück davon statt 4 normalen einsetzen. Das ist ein kleines bisschen schneller, aber das ist Modding von vor 5, 6, 7 Jahren. Nein, macht keinen Sinn. Auch nicht machen. Was ihr tun könnt, einfache Geschichte. Normaler kleiner Blaster, die typische Strife halt, zwei Motoren, Stockmotoren. Da könnt ihr Blaster Parts Voltage Kit reinsetzen oder sowas selbstgebautes hier aus zwei oder drei Tuningzellen. Ich nehme ganz gerne die von E-Fest mit dem erhöhten Pluspol hier. Das ist mit dem Stockmotor ganz gut. Reicht ein einfaches Ladegerät wie so ein X-Star VC4 nennt sich das aus. Link packe ich in die Beschreibung. Das geht. So, das geht meiner Meinung nach aber auch nur dann gut, wenn man wirklich nur Blaster mit Stockmotoren hat und idealerweise mit drei Zellen zwei Motoren sicher betreiben kann. Wenn ich einen Blaster mit drei Motoren habe, wie eine Rapid Strike oder eine Hyperfire oder sowas in der Richtung, dann würde ich sogar nur zwei Zellen nehmen, ganz ehrlich. Denn diese Zellen können ungefähr 10 Ampere Stromstärke abgeben und bei drei Standardmotoren und drei Zellen seid ihr über diese 10 Ampere drüber. Das können die nicht. Dann gehen die in Windeseile auch kaputt. Also nicht machen. Nichts gegen die Blaster Parts Tuning Kits, das ist ein guter Einstieg. Aber um so richtig Dampf auf dem Teller zu haben, braucht ihr Lipos. So, das sind diese guten Stücke hier, also in verschiedenen Größen. Das ist so eine Standardgröße, 2S850 oder ein 2S800er Akku. Sowas passt gerade eben noch in das Fach von der Strife rein oder von, keine Ahnung, diese ganz normalen Blaster, die halt mit 4 Mignon Zellen normalerweise arbeiten. Raven und wie sie nicht alle heißen. Ist ein guter Standard-Akku. Link packe ich in die Beschreibung rein. Was dabei zu beachten ist, ist folgendes. Diese Akkus, generell ein paar Lipo-Hinweise, sollte man immer mit Respekt behandeln, die Dinger. Man sollte sie halt idealerweise in einem feuerfesten Gefäß lagern. Also ich persönlich nutze dazu alte Munitionskisten. Ich nutze dazu sogenannte Lipo-Safe-Beutel. Und ich habe alte Werkzeugkisten aus Metall, wo ich meine Lipos drin dauerhaft lagere. Zum Lagern sollten die Dinger auf eine Lagerspannung gebracht werden, und zwar ungefähr 3,7 Volt je Zelle. Ich sagte, das ist doch die Leistung von den Dingern. Ja, nee, nicht ganz. Das ist die Nennleistung, 3,7 Volt. Ist so ein Akku vollgeladen, hat jede Zelle 4,2 Volt. Ist so ein Akku leer, dann wird die Zelle so, ich sage mal, bei 3,4, 3,3 Volt sein. Macht die Dinger nicht leer als das, sonst gehen sie kaputt. Also ein gutes Ladegerät. Auch das verlinke ich gleich, zumindest ein sinnvolles Ladegerät. Packt das nach einem Battle halt auf den Storage-Modus, nicht nur Discharge, sondern Storage-Modus nennt sich das Ganze, und ladet es halt runter, bis es so bei 3,7, 3,8 Volt die Zelle sind. Das hier, 2S1300er Lipo. Ich muss noch kurz erklären. Diese kleinen Dinger passen super gut für Stockmotoren. Die passen aber auch für kleinere Tuning-Motoren, wie etwa den von mir sehr geliebten Michel 2.0 Motor. Das ist er. Damit kommen die noch ganz gut klar. Wenn ihr sowas wie den Fang Revamped einsetzt, an 2S oder sowas wie die Blaster Parts Max Motoren, diese blauen alias Kraken Motoren, dann braucht ihr schon etwas andere Lipos. Erstmal braucht ihr drei Zellen. Das ist so typischerweise so eine Größe, wie man sie da hat. Das ist eine der kleinsten sinnvollen Dreizeller, die ich kenne. Da müsst ihr dann wirklich dann auch schon ein bisschen gucken. Wir gehen mal zurück zum Thema 2S Lipo, diesen beiden hier. Das ist eine Größe, wie ich sie sehr gut einsetzen würde für eine Stock-Strife mit Stock-Motoren. Was kommt dabei raus, ohne dass ich die Flywheels ändere, ohne dass ich was am Cage ändere?
ohne dass ich Motoren ausbaue, dieses Ding einfach rein und zack, ist man bei ungefähr 90 FPS. Gut, Thermistor muss man rausmachen und wenn man sich noch einen Gefallen tun will, macht man die Verkabelung neu, dann kommt noch so ein kleines bisschen mehr raus, aber das Ding, das ist eine Leistungsspitze wie sonst was. Kostet, ich glaube, 6, 7 Euro ungefähr, passt das Ladegerät dazu, so 25 Euro. Macht viel mehr Sinn als diese ganzen Investitionen in diese anderen Zellen, weil die kosten das Stück 4, 5 Euro und das Ladegerät. Nee, also dann doch lieber richtig sowas machen. 1300er Lipo, den nehme ich ganz gerne für so Blaster wie der Hyperfire oder die Titan oder sowas, wo ein etwas größeres Batteriefach vorhanden ist. Oder die Rapid Strike passt ja auch sehr gut rein. Ansonsten auch mit Stockmotoren, Top-Teilchen. Geht es auch mit etwas höherer Belastbarkeit halt logischerweise. Dann sind Dinge auch super gut für Blaster halt mit drei Motoren geeignet. Also der hier kann drei Stockmotoren locker. Der könnte auch einen Stockmotor und zwei Meischels so gerade eben noch vertragen. Wer also bei der Rapid Strike mal ein bisschen mehr Zunder reinbringen will, ersetzt einfach die Hauptmotoren durch Meischels, macht die Verkabelung logischerweise ein bisschen anders, lässt den Stockpusher-Motor drin, macht ein 2S-Depot rein und dann hat er einen wirklich ziemlich coolen Battle Blaster für Ü18 schon. Kommen wir zu etwas größeren Leistungspaketen, 3S 2200er Lipo. Für was sowas geeignet? Den würde ich beispielsweise meiner gemoddeten Titan verwenden können. Da habe ich ja so ein paar Sachen dran gemacht halt. Geht auch in ein paar anderen Blastern logischerweise halt. Der hat richtig Druck. Das ist ungefähr vergleichbar, als wenn man praktisch vier von denen einsetzen würde und die nicht die ganze Zeit zusammenbrechen würden. Also das Ding ist schon eine ordentliche Leistungsspitze. Die machen euch eure Stockmotoren nach einiger Zeit kaputt. Sage ich dazu. Also ne, ab der Größe, respektive diesen kleinen 3S Lipo, ab da an verlassen wir das Gebiet, wo Stockmotoren funktionieren. Da braucht ihr andere Motoren. Das ist sowas für diese Blaster Parts Max Motoren, das ist was für die für die Kraken Motoren, für, ich glaube, die Neo Rhinos, müsst ihr mal gucken. Sowas wirklich für 3S Motoren einsetzen. Da macht es am meisten Sinn. Oder natürlich, wenn ihr sowas habt, auch die Rival Blaster mit den Motoren drin, die laufen super an 3S. Ihr müsst im Prinzip eigentlich nur die ganze Verkabelung logischerweise bei den Dingern idealerweise ersetzen und die Schalter upgraden oder durch MOSFETs ersetzen. Aber dann ist so ein Lipo eigentlich schon vollkommen ausreichend. Der befeuert wunderbar eine Hera, der befeuert wunderbar auch eine Prometheus, wer es machen will, oder eine Nemesis oder eine Chaos oder sonst was in Richtung, reicht aus. Alles, was man danach macht im Bereich 3S Lipo, ist eigentlich nur noch die Kapazität erhöhen, wer längere Battles macht oder wer halt sehr viel feuert. Wer also seine Prometheus umrüsten will, der würde eher zu so einem 3000er Lipo greifen. Also mehr Kapazität ist das dann da. Was möchte ich euch noch empfehlen? Abgesehen natürlich davon, solch ein vernünftiges Ladegerät zu besorgen. So die Unterkante Oberlippe ist das bekannte B6 von IMAX oder die Kopien davon von eBay. Relativ billig. Es lohnt sich eigentlich durchaus, in ein etwas besseres Ladegerät zu investieren. Das ist hier so ein X1 Red von Hightech. Ist eigentlich für den Modellbaubereich gedacht, halt, aber so ein Ding, der lädt erstmal eure Akkus schneller, genauer, besser, schöner, ich möchte auch sagen bequemer. Das ist schon ein ganz feines Teil. Und wenn es dann noch eine Stufe größer sein soll, dann kann man sich natürlich auch hier so ein schönes, großes, was habe ich denn hier? Wie heißt es noch gleich? Das HT100 von der Firma HTRC besorgen. Da kann ich auch mit 10 Ampere mal so einen Akku voll nudeln, wenn der Akku das denn verträgt. Also bessere, teure Akkus als das hier oder größere Akkus. Ich habe ja auch deutlich größere Akkus. Die kann man mit sowas dann sehr schnell laden. Die können dann noch ganz andere Geschichten. Die können euch auch einige Aussagen zur Gesundheit des Akkus quasi sagen, wie gut er noch ist oder auch nicht ist. Und kurz zum Thema Akkusicherheit. Sowas ist ein Jonathan Lipo Safe, ein feuerfester Beutel, den man Akkus laden kann. Ich transportiere darin beispielsweise meine großen Akkus, also nicht das, was ich für Nerf nehme. Das ist ja für mich im Vergleich so ein bisschen Kleinvieh. Also mal so zum Vergleich, das ist hier mal so ein 6S 5000er Akku, mit dem ich meine dicken Impellerjets betreibe. Man sieht einen gewissen optischen Unterschied. Und immer wenn ich so bei Reddit lese, was die Leute da teilweise sagen, was für Belastbarkeiten denn die Akkus mitbringen sollen, nehmt das Ganze mal nicht ganz so ernst. Die glauben auch die Daten, die die Chinesen da draufdrucken, da kann ich euch mit Fug und Recht behaupten, die stimmen nicht. Das ist so eine grobe Orientierung. Es ist so. Wenn ich noch was sagen darf, besorgt euch sowas hier zumindest. Das ist so ein kleiner Lipo-Prüfer für unterwegs. Geht ganz einfach. Steckt man hier an den Lipo dran. Das oberste kommt hier ans Schwarze dran.
zwei Zellen, alle zusammen haben 8,09 Volt, das heißt, der ist halb voll ungefähr. Erste Zelle 4,05 Volt, zweite Zelle 4,04 Volt. Das ist die schnelle Überprüfung. So bei einem Battle ist der Akku voll leer, muss ich ihn austauschen. Wenn man keine Voltmeter an seinen Blaster verbaut, sollte man mindestens ein oder zwei von diesen Dingern bei haben. Die kosten 1,5 Euro vielleicht oder sowas bei AliExpress. Kauft euch so ein Ding. Wirklich, lohnt sich. Wer es ein bisschen luxuriöser haben will, der holt sich dann sowas hier, so einen Lipo-Prüfer. Der macht das Ganze ein bisschen schicker. Der piepst dann auch ganz toll. Wupp. Und der sagt euch dann auch sofort den Ladestand. Oh, der sagt hier 86%. Das glaube ich ihm nicht so ganz halt, aber ja, so zwei Drittel, drei Viertel ist der voll. Den hatte ich gestern mal geladen, um was auszuprobieren. Den werde ich dann wieder entladen. Da kann man sich dann auch wieder durchklickern, was denn jede einzelne Zelle denn so hat. So. Noch ganz kurz Stecker. Standardmäßig kommen die Teile heutzutage mit XT60 Steckern. Das sind die hier. Die sind auch echt für unseren Anwendungszweck eigentlich ganz gut. In der Strife ist es manchmal ein bisschen eng. Ich rüste meine Lipos meistens mit so kleinen BEC-JST Steckern aus, nennen die sich. Die sind eigentlich so ein bisschen grenzwertig für manche der Blaster, aber in meinem Fall reicht es aus. Und warum meine Akkus alle solche T-Stecker haben, es liegt daran, dass ich schon ziemlich lange Modellbau mache und deswegen halt diese Steckernorm damals eigentlich recht aktuell war. Braucht man nicht, wenn ihr heute einsteigt, nehmt die Dinger. Ihr könnt euch diese Teile auch für kleines Geld über eBay oder sonst woher besorgen und dann passenderweise was machen. So, das so als Kurzfassung zum Thema Lipos halt. Keine Angst vor den Dingern, behandelt sie mit Respekt und dann passt das Ganze schon. Holt euch ein vernünftiges Ladegerät. Da blende ich gleich nochmal eins, was so wirklich Unterkante, Unterlippe ist. Und wen das interessiert, ich habe noch ein etwas längeres Video vorbereitet, wo ich auf sehr viele der Themen viel genauer eingehen werde und auch so ein paar Beispiele noch weiter zu bringen werde. Aber bis dahin, ich denke mal, das sollte erstmal reichen. Viel Spaß!